Willkommen zur 252. Folge, wo ist der Esel? Willkommen zurück. Ja, ich hab geschlafen, ich hab kurz was getrunken und ich will ja nicht so viel zeigen. Wo ist der Esel? Mit diesem wunderbaren Ende, wo wir uns erstmal was aus der Zelta-Flasche gegönnt haben oder aus der, was auch immer der gute Cedric hier gerade trinkt. Ich trinke... wie nennt sich das? Wasser mit Standfruchtgeschmack. Schön noch den Produktnamen sagen. Weil das ist natürlich kein Let's Play ohne Product Placement. Nein, es ist kein Volvic, das kann ich immer sagen. Volvic ist es nicht. Jedes Mal, wenn wir Volvic sagen, bekommen wir 10 Cent. Na, es ist ja kein Volvic. Ja, wenn es kein Volvic ist, was ist es denn? Das darf ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist es kein Volvic. Ching ching, der klingelt die Kasse. Ja, so. Ich werde wahrscheinlich am Anfang hier vorm Video sagen, dieses Video wird unterstützt durch eine Produktplatzierung. Weitere Infos in der Videobeschreibung. So. Jetzt haben wir erstmal die Eier hier im Briefkasten. Bam. Hat oder dann jemand hier drei Holz hingepleppt. Wo ist der Esel? Ich finde ihn einfach nicht. Er ist wahrscheinlich hier. Gut. Landkreis Bergtal. Okay, das muss ich mir mal merken. Der Esel ist weg. Die Ute. Ute. Ute, wo bist du? Ich such dich. Wo ist die Ute? Die gute Ute, die ist weg. Ich muss mal kurz reconnecten bei dem Freunde. Dann ist er bestimmt da. Er ist bestimmt so ein Bug, wenn der Esel wieder verschwindet. Das kenne ich, das ist nervig. Ute. Ute. Wo ist die Ute? Da ist die Ute. Ute, renn ich nochmal weg. Hab dich gesucht, mir Sorgen nächste gemacht. Folge, Ute wurde entführt. Ja, Ute was raised. Hier ist ein guter Hund. Guck mal, kriegst ein Hühnchen von mir. Kann ich überhaupt was geben? Nee, schade. Doch, ich habe ihm 2 gegeben. Guck, ich hatte 40 gehabt. Ihr könnt zurückspulen. Spult zurück, ich befehle es euch. So, hier ist ein Huhn. Da ist noch ein Huhn. Enrico, ich habe den Gedanken, dass du schon... Oh nein. Ich habe den Gedanken, dass du schon eine Hühnerfarm hast irgendwo. Ich weiß nicht, ob du das warst. Aber ich glaube, den modernen Hühnerstall, den habe ich... Dani eingerichtet. Nee, das war ein moderner Keller. Der Keller, den muss ich euch da mal zeigen. Das muss ich mir mal aufschreiben. So, es wird aufgeschrieben. Keller. Wooseck. Lager. Nachher sind wir einfach gemein. Wir kurz vor der Hürde. Im Lager ist das, im Lager. Cedric nämlich hier in meiner Stadt ist, sagen wir Folge zu Ende. Und was hinter dieser Wand ist, werdet ihr beim nächsten Mal sehen. Dann seid ihr richtig aufgeregt. Ach, hier ist ja der künstliche Fluss von Rico. So, bitteschön. Sind wir drüber. So, das ist jetzt der Südteil von dem. Wir müssen ja nach Osten. Wir sind nach Osten. Schon wieder ein Ei. Schon wieder ein Ei. Nanu, was sehe ich da? Es ist ein Baufehler. Da muss ich nochmal ran hier. Na, was sehe ich da? Ein Baufehler. Könnte flüssiger von der Zunge gehen. Es klingt so abgehackt. Abgehackt? Ja. So, ich kämpfe mich gerade den Berg hier hoch. Irks. Hier ist es kalt. Hier liegt Schnee.
So. Was haben wir hier im Südosten von 2 Kilometer? Sehr gut. Jetzt mal hier. Uiuiui. Muss aufpassen. Der liebe Max ist hier schon etliche Male in den Tod gestürzt. Wie zum Beispiel hier. Oh ja, das war noch die Zeit, bevor es das Schiff nach Bergstetten gab. Da bin ich Stimmt. runtergestürzt und gestorben. Da dürfte ich den ganzen Weg nochmal neu laufen. Und da war ich nicht so glücklich. Das könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Siehst du mal, gut, dass ich das weiß. Ja. Ich habe das schon wieder ganz vergessen. So, da wären wir in 3 Sekunden in Bergstetten gewesen, aber nein, der Cedric hat es vergessen und tut mit dem Esel losreiten. So, das habt ihr jetzt davon. So, hier war irgendwo ein Skelett. Da hätte es ein Schiff gegeben, aber jetzt könnt ihr ja Da ist ein die Creeper. schöne Landschaft von Bergstetten genießen, sage ich mal. Schön viel Fels. Was machen denn die Monster hier? Nein, nicht das, nicht die Axt wegwerfen. Der hat meinen Esel geschlagen. Weg mit dir. Oh nein, Esel. Gut. Ist die richtige Richtung. So. Auf geht's. Auf mit Gebrüll. Wow. So, wir müssen Richtung Osten. Nach Osten soll es gehen. Hier sind Wölfe. Guten Tag. So. Ab dieser Folge natürlich. Ab dieser Folge gibt es nur. Uiuiuiui. Gibt es immer nur 10 Minuten Parts. Das heißt, nach gleich schlafen gehen. Nach gleich schlafen gehen, nach gleich Aufnahme unterbrechen. Müsst mich da nur dran erinnern. Guck mal, hier sind Schweine. Hier ist auch wieder ein großes Erdloch. Und hier auch. Eine richtige Krater. Ja, Kraterebene. wir sind richtig bekannt für unsere Erdlöcher und Krater. Ja, das bedeutet, mir kommt den Zwergen immer näher hier. So. Über die Berge. Au. Das tat nicht nur mein Esel weh. Sondern auch mir. Der hat nämlich gerade die Hälfte seines Lebens verloren. Aber er regeneriert schnell wieder. Hoffe ich zumindest. Was fressen die gleich nochmal? Weizen, ne? Da kriege ich. Ja, die fressen Weizen, Und richtig, ja. Äpfel war auch Möhren. Ich glaube auch Äpfel, ja. Bin mir aber nicht sicher. Das letzte Mal, dass ich ein Pferd irgendwie gezähmt habe, ist sehr lange Also, her. Möhren kriegt man so schnell jetzt nicht. Äpfel müssen wir Eichen fällen. Sind wir jetzt gerade nicht hier? Wir sind Fichten. Ich droppen Fichten nicht auch welche? Ich glaube, ich habe mal eine Fichte gedroppt und habe daraus einen Apfel erhalten. Ich weiß nicht, ich kann mich auch irren. Ich kann auch einfach daneben eine Eiche haben oder sowas. Ich Also glaube, da war daneben. eine Eiche daneben. Ja. Weil so kann ich mir das gar nicht vorstellen. Das wäre ein sehr seltsames Prinzip. Ja, jeder Baum droppt Äpfel. Selbst Tannen. Wer kennt sie nicht, die berühmten Tannenäpfel? Und da wird's auch schon wieder finster. Ich leg mich da mal hin. Jo, ich liege So. auf. Den Dürfte Esel sehe jetzt ich auch. noch. Er rennt in die Richtung. In die Richtung. Da ist er. Gute, bleib stehen. Bleib stehen, Ute.
So. Wenn ihr es jetzt im Hintergrund bellen hört, das ist mein Hund. Und wie weit sind wir schon? So, wieder da. Und wie weit wir sind wir schon? Sind, wie weit, wo ist Osten? Da ist Osten. 1,4 Kilometer. Ja, ist ja nicht mehr so viel, ne? Nee. Ich könnte ja mal den Inrik ein bisschen mit Wegbau unterstützen, aber gerade keine Lust. Hey. Enrico kann es besser wie wir. So. Apropos wir sehen uns in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Bis dann.